Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge der Tops 5 Studio Tweaks. Die erste App nennt sich Activator und hat eine ganze Liste an Funktionen. Aber eigentlich geht es nur darum für verschiedene Apps, Sachen, also Animationen. Zum Beispiel Gerät schütteln, könnt ihr dann irgendwas einstellen, was dann passieren soll. Zum Beispiel Battery Peak, wenn ich dann das Gerät schüttel. Dann erscheint da oben hier nochmal die Batterieanzeige in Prozent. Könnt ihr vieles weiteres noch machen, wie ihr hier sehen könnt. So, Multitouch-Gesten und so weiter. Ja, einfach alles drum und dran. Die zweite App, die ich euch zeigen möchte, nennt sich Auxo. Und wenn ich jetzt hier in die Multitasking-Leiste hochgehe, dann seht ihr hier, ich habe eine kleine Vorschau von den Apps. Und wenn ich jetzt hier entlang slide, dann habe ich hier auch mehr Funktionen. Deutlichere Funktionen. Ja, und wenn ich alle schließen möchte, dann klicke ich einfach auf 1 lange drauf und dann klicke ich auf Ja. Dann kann ich das komplett schließen. Finde ich ziemlich praktisch. Das nächste ist ein Theme, das ich euch zeigen möchte bei Winterboard. Und das nennt sich Icon, wie ihr es hier sehen könnt. Werde ich aber nochmal unten in die Videobeschreibung reinschmeißen. Das macht, dass es hier, wie ihr schon sehen könnt, alles ein bisschen anders ausschaut. Zum Beispiel an FaceTime sieht man das ganz gut. Es schaut völlig anders aus oder iMessage. Und auch jetzt Cydia, finde ich, jetzt sieht eigentlich ganz cool aus, so in der neuen Theme. Ja, die nächste Sache, die ich euch zeigen möchte, nennt sich Password Pilot. Und da könnt ihr euer Passwort für den App Store und iTunes Store einfach abspeichern. Ja, und dann müsst ihr das halt nicht mehr immer eingeben, wenn ihr eine App runterladet. Finde ich persönlich mega cool, weil mich stört das immer, weil ich ein ziemlich langes Passwort habe, wie ihr hier sehen könnt. Ja. Das letzte, das ich euch zeigen möchte, nennt sich SubtleLock. Zumindest hoffe ich, dass es man so ausspricht. Da könnt ihr verschiedene Sachen anschalten. Zum Beispiel, dass hier die Uhr kleiner ist. Oder der Slider kleiner. Oder das Datum versteckt ist. Ja, ich mache es jetzt einfach mal. Zum Beispiel jetzt die beiden Sachen. Sieht dann so aus. Dann haben wir hier das Ganze kleiner. Oder wenn wir das Datum noch verstecken, dann sieht das Ganze dann folgendermaßen aus. So, fehlt dann hier das Datum. Ja, ist mal eigentlich ganz cool. Ich verwende es nicht die ganze Zeit eigentlich. Das war's auch schon eigentlich. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, gebt mir doch einen Daumen nach oben. Kostet nichts und tut nicht weh. War dann? Ja. Also, bis zum nächsten Video. Ciao.